Also es steht nicht genau fest, wie viele Leute aus den Wohnungen evakuiert worden sind. Von der Maßnahme insgesamt, Sperrung der Innenstadt und Evakuierung, waren etwa 3000 Personen betroffen. Zumal das Freibad Linusbad also auch gesperrt werden musste. Der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Rheine und Meppen musste zeitweise auch unterbrochen werden und auch der Schiffsverkehr auf dem Dortmunder Ennskanal. Wir haben da eigentlich gar nichts so mitgekriegt, beziehungsweise ein Paketlieferant hat uns heute Morgen das bei der Arbeit erzählt, dass es in der Stadt hier also Bombendrohung war. Ja gut, und dann hat man eben aufgepasst und dann mal das Radio angestellt. Aber sonst, ich komme jetzt direkt von der Arbeit und ja, jetzt habe ich mich gerade erkundigt, wie ich jetzt nach Hause komme. Aber Sie kommen noch nach Hause? Ja, genau. Ich fahre jetzt hinten am Kanal lang und dann, denke ich, habe ich ja gerade mit der Polizistin abgeklärt, dass das bis dahin ist der Radius. Sie hat mir das gerade gezeigt, wo man langfahren dürfte. Aber da darf ich ja nicht direkt vorbei. Fahre ich jeden Tag vorbei an der, bin ich jeden Tag über die Bombe hergefahren, hätte ich bald gesagt. Wie fühlt man sich dann, wenn man das so erfährt? Weiß ich nicht. Also im Moment. Ich hoffe, dass die Verantwortlichen, die haben das ja schon öfter gemacht, und dass das alles gut geht und keinem was passiert. Alles klar. Ich sehe das mal positiv. Wir sind beauftragt worden von der Stadt Lingen und der Polizei, die Evakuierung hier mit vorzunehmen. Wir haben hier die Sammelstelle für Bürger, die nicht bei Verwandten unterkommen können, hier an der Berufsschule in Lingen. Die Bewohner werden von uns abgeholt. Die Bombenentschärfung ist geplant gegen 17 Uhr. Wir gehen davon aus, dass um 19 Uhr dann auch alle wieder nach Hause können. Es geht darum, wenn Nachfragen gibt von Angehörigen, wo die Verwandten geblieben sind, dass wir dann auch nachprüfen können, ob die hier bei uns in der Schule sind. Neben der Betreuung haben wir auch den Sanitätsdienst hier übernommen für Bürger, die von uns dann auch sanitätsdienstlich dann auch verpflichtet werden müssen. Zurzeit sind wir hier vom Deutschen Roten Kreuz mit 40 ehrenamtlichen Helfern vor Ort. Wir stehen jetzt vor unserem Einsatzleitwagen des Deutschen Roten Kreuzes. Hier laufen alle Nachrichten zusammen, ob über Funk, über Telefon, und von hier aus wird dann der ganze Einsatz koordiniert. Entschloss man sich von Seiten der Gesamteinsatzleitung in Absprache mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst, die Bombe an einen sicheren Ort zu bringen. Sie ist dann auf einen Schwertransporter, auf einem Tieflader gesichert worden, und die Straßen hier in Richtung Schepsdorf wurden abgesperrt. Die Bombe ist dann letztendlich hier auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz vom Kampfmittelbeseitigungsdienst eingegraben worden und dann um etwa 7:45 kontrolliert gesprengt worden. Wir waren auf dem Wege nach Osnabrück hin. Dort wurde auch ein Bombenfund gemeldet an der Hannoverschen Straße. Der war zum Glück nicht bezündert. Und auf dem Wege dorthin hat uns dann die Nachricht, habe ich dann die Nachricht erhalten von der Dienststelle, dass sich hier in Lingen die Bombe befindet mitten in der Stadt. Und dann sind wir unter Einsatz hier direkt nach Lingen hergefahren. Ja, wir hatten Schwierigkeiten, den Zünder dort herauszubekommen, weil die Bombe wohl in ein Erdreich aufgeschlagen ist, in dem sich vorne am Zünder das so stark erhitzt hat. Und wir gehen davon aus, dass sich das Material selber ein bisschen verformt hat und somit so gestaucht hat, dass wir den Zünder über diese Gewindegänge nicht mehr loskriegten. Und das war hier passiert, und deswegen haben wir uns entschieden, die Bombe kontrolliert zu sprengen. Die Bombe hat ja einen normalen, einfachen Aufschlagzünder. Der ist zwar unter Sicherheit zu transportieren, aber man kann ihn transportieren, wenn es um eine bestimmte kurze Strecke geht. Man soll ihn also nicht so ohne weiteres transportieren, sondern wenn es nicht anders erforderlich ist, kann man ihn über die kurzen Strecken oder kurze Instanz transportieren und dort an vernünftiger oder geeigneter Stelle kontrolliert sprengen.